So, wir haben jetzt hier den zweiten Zug hinzugefügt, weil das Gerät hat ja zwei Akkus. So, alle beide müssten eigentlich voll sein und der auch noch. Müsste der zweite sein, aber es reicht einer. Ein Akku muss verbunden sein mit dem Gerät, ein smarter Akku. Und dann funktioniert das auch. Wunderbar. Fertig. Mal sehen. Firmware Upgrade können wir ja mal machen. Aktualisierung starten und Aktualisierung der Firmware auf 1.13. Mal sehen, ob er da durchläuft. Da bin ich mal sehr gespannt, ob er das schafft. Normalerweise ist am Ende dieses Balkens, dass er dann alles gemacht hat, aber leider, das MCU-Modul, leider ist das dann fehlgeschlagen. Das ist die Erwartungshaltung. Schauen wir mal. Oh, Update fehlgeschlagen, bestätigen. Wie immer. Brauchen wir jetzt nicht. Fertig. Zum Betrieb von dem dicken Akku-Winkelschleifer hier. Da brauchen wir zwei Akkus. 40 Volt, ohne die geht es nicht. Und da muss er wenigstens mal kurz anlaufen. Smartes Gerät verbunden, 8 Ampere Stunden Akku, der ist ja da, zeigt er an, dass er hier mit dem, hier zeigt er an, dass er mit dem PWSAP 40Li A1 verbunden ist, wird geladen, da kann ich nichts weiter einschalten, alle Geschwindigkeiten, gut, ich kann runtergehen auf 3000 Umdrehungen, aber was soll der Quatsch, ich bezahle ja für viel Leistung, also brauche ich auch viel Drehzahl. Entladestrom, Werkzeug 0 im Moment. Und jetzt fangen wir mal an, ein bisschen zu testen. Und dann schauen wir uns das mal hier an. Was kann der denn so? Ich habe den jetzt Scheibe 230 mm, 1,9er, 22-23 Aufnahme und den Winkelhandgriff von dem Handgriff von der kabelgebundenen ausgeführt. Und wie man sieht, hat er etwa im Leerlauf quasi 10 Ampere Entladestrom. So, und dann geht's los. Blockierschutz. 62 Ampere. Das ist nicht so viel, ne? Nochmal. Ja, da lässt sich eben scheiße greifen, ne? Das heißt also, hier muss ich... So schön. Mal gerade hier die Scheibe so ein bisschen, den Schutz ein bisschen anders verstellen, damit das nicht alles gegen den Zaun läuft.
Ja. Kann man machen, aber der nutzt natürlich die Leistung von diesen 8 Amperestunden Akkus, sprich also 100 Ampere Entladestrom, bei weitem nicht aus. Das ist nicht so schön. Und ja, was soll man dazu sagen? Gehen mal hier durch die Statistik durch. Mal hier durch die Statistik durchgehen. Ja. Da. Die Temperatur ist also Innentemperatur kaum gestiegen. Der ist also relativ kühl. So, Ladestrom keiner. Aber das ist hier entladen und in den Peaks irgendwie bei 40. Das heißt also auch weit, weit unter dem, was so ein Akku kann. Ja. Also die momentanen Stromentnahmen, die hat man ja dann gesehen. Und hier die Spannung bzw. Kapazität, da ist jetzt so bei 80%. Ne? Informationen hat jetzt zu 84%. Also, naja, ich schätze mal, der ist deutlich, deutlich unter den Möglichkeiten bleibt der Akkus, sind ja 2. Ist halt so. Ne? Ach ja, und hier mit den Gewichten und so, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht großartig anfangen, weil ich habe ja fast mehr bei dem Fake Makita gedrückt als bei ihm hier. Also das ist ein bisschen, ja, wie soll man sagen, auch nicht gerade das Rumusblatt, aber wenn man eben 230 mm braucht, weil man eben diese Schnitttiefe zum Beispiel hier braucht, ja, dann kommt man eben um 230 mm nicht drumherum und dann arbeitet man dann eben viel langsamer und das Gerät ist ja vom Preis her das günstigste, das billigste, ja, das billigste 230 mm Akkugerät zurzeit auf dem Markt. Die Akkus lassen sich ja woanders auch noch super einsetzen. Also man kommt vorwärts. Ist es ein Preis wert? Nun ja, das muss jeder für sich entscheiden. Es ist ein dicker Brocken, aber wenn du keine langen Kabel ziehen willst und du brauchst die Schnitttiefe, da kommst du fast nicht da drum herum. Oder?